Ja, während die Lokführer für die 35-Stunden-Woche streiken, während die Abfertigungsdienstleister an den Flughäfen auch ihre Arbeit niedergelegt haben, treffen wir uns hier zu unserem digitalen Videotalk. Herzlich willkommen heute Abend zur Kesslers Wirtschaft Nummer 1 in 2024. Es freut mich sehr, dass wir diese Reihe auch im neuen Jahr fortsetzen. Und es freut mich, dass wir damit Themen der sozial-ökologischen Transformation in diesem besonderen Format neu gestalten und anbieten. Ein einstündiges Videotalk nach der Tagesschau, um wirtschaftspolitische, wirtschaftsinnovative Themen miteinander zu diskutieren. Der Einladende, Wolfgang Kessler, seinerseits Journalist und Wirtschaftsjournalist, der lange Zeit als Publikforum-Chefredakteur gearbeitet hat, hat wieder neue Gäste in diesem Jahr eingeladen. Heute Abend zum Thema: Brauchen wir eine Gemeinwohlökonomie in möglichst vielen Unternehmen? Mein Name ist Thomas Wagner. Ich bin Mitarbeiter im Haus am Dom, genauer gesagt in der Katholischen Akademie. Die Katholische Akademie gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenenbildung in Frankfurt ist Anbieter und Veranstalter dieser Reihe von Kesslers Wirtschaft. Und von daher begrüße ich Sie ganz herzlich heute Abend zu diesem Videotalk und möchte direkt am Beginn noch darauf hinweisen, genau, das wird auch eingeblendet werden jetzt, dass unser Gastgeber Wolfgang Kessler vor kurzem ein neues Buch geschrieben hat, was ich Ihnen besonders empfehlen mag, wo er die Problematik eines Wirtschaftswandels durchexerziert unter dem Motto „Das Ende des billigen Wohlstandes – Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört“, hat er eine zusammenfassende Analyse, aber auch eine sehr handlungsreiche Schrift vorgelegt, die den sozialökologischen Wandel, wie ich finde, sehr plastisch und sehr schön durchbuchstabiert. Wunderbar. Wolfgang, es freut mich wieder, dass du dabei bist und dass wir mit deinen Gästen heute Abend, mit einer Gästin, um dieses Unwort zu gebrauchen, du wirst sie uns vorstellen. Ich möchte dazu erstmal gar nichts weiter sagen, aber dass wir zunächst mal wieder wie gewohnt ein Gespräch erleben dürfen zwischen dir und dem Gast. Und anschließend besteht auch die Möglichkeit, dass sich Zuschauende mit ihren Fragen über den YouTube-Chat an dich wenden können. Ich wünsche uns eine gute Stunde Nachdenken zu einem wichtigen Thema. Danke. Ja, bin ich dran? Ja, okay, gut. Ja, guten Abend an alle. Ich darf euch alle in meiner Wirtschaft willkommen heißen zum ersten Online-Talk in diesem Jahr 2024. Wie alle wissen, geht es in meinen Talks immer um Gespräche mit spannenden Menschen, die wirtschaftlich, sozial und ökologisch oder wirtschaftlich, sozial und ökologisch anders handeln und anders denken als der wirtschaftspolitische Mainstream. Warum dieses Profil? Ich halte das in diesen schwierigen Zeiten, mit diesen schwierigen Auseinandersetzungen für besonders wichtig. Wir leben in einer sehr komplizierten Übergangsgesellschaft und erleben das immer in den Nachrichten. Ich möchte es mal so zuspitzen. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist sich durchaus bewusst, dass das gegenwärtige Modell von Wachsen, Wirtschaften und Konsumieren nicht mehr tragfähig ist. Aber auf der anderen Seite ist ein Wirtschaftsmodell, das anderen Grundsätzen folgt, noch nicht sichtbar, noch nicht fühlbar, noch nicht greifbar für viele. Was bleibt, ist oft Angst und Unsicherheit. Deshalb habe ich mir vorgenommen, andere Konzepte mit Leuten zu diskutieren, die dafür stehen, die dafür eintreten, die andere Ideale haben. Und heute geht es um ein Konzept, das eine Alternative zum herrschenden Wirtschaften durchaus verspricht, obwohl es beim herrschenden Wirtschaften ansetzt. Das ist die Gemeinwohlökonomie.
In der Gemeinwohlökonomie steht nicht der maximale Gewinn für Firmeneigentümer im Mittelpunkt, sondern eine ethische Marktwirtschaft. Sie misst das Handeln von Betrieben an Grundwerten wie Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und Mitbestimmung für die Beschäftigten. Vordenker, das ist ein Gebot der Fairness, das auch zu sagen, dieses Konzept, das ist Christian Felber, sollte er die Gelegenheit haben, dieses Gespräch zu sehen, sei er jetzt herzlich gegrüßt. Hallo, Christian. Im Rahmen dieses Konzeptes der Gemeinwohlökonomie sollen Unternehmen Gemeinwohlbilanzen erstellen, die weit mehr bilanzieren als nackte Zahlen. Sie bilanzieren auch, was das Unternehmen zur Achtung der Menschenwürde, zu globaler Solidarität, zu guten Arbeitsbedingungen, zu ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt. Und jetzt kommen wir zum Kern, freue ich mich besonders, dass ich die Geschäftsführerin eines Unternehmens begrüßen kann, das zu den Pionieren der Gemeinwohlökonomie gehört. Sie ist seit mehreren Jahren deshalb auch Botschafterin der Gemeinwohlökonomie. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen in meiner Wirtschaft, Antje von Dewitz. Hallo, schönen guten Abend in die Runde. Frau von Dewitz, Sie arbeiten seit 1998 in dem Outdoor-Unternehmen VD, das von Ihrem Vater aufgebaut wurde, seit 2009 als Geschäftsführerin. Wann haben Sie eigentlich entschieden, dass Ihr Unternehmen anderen Idealen folgen soll als der maximalen Rendite oder als den Idealen konventioneller Unternehmen? Das war für mich mehr oder weniger eine Prämisse, das Unternehmen zu übernehmen. Also ich hatte nicht vor, als Kind oder als Jugendliche, das war jetzt nicht irgendwie mein Ziel, das Unternehmen meines Vaters zu übernehmen, sondern eigentlich dachte ich eher, dass ich in eine NGO gehe und mich gegen ausbeutende Wirtschaftsunternehmen engagiere. Und als ich dann aber durch eine ganze lange Reihe von Praktika doch für mich erkannt habe, dass mein Traumjob Unternehmerin ist, stand es eigentlich fest. Also dieser Wunsch, so zu wirtschaften, dass ich Teil der Lösung bin, weil ich sehe, dass ich mit dem, wie wir wirtschaften, auch Teil eines Problems bin. Wir sind ja Teil der globalen Textilindustrie und das ist tatsächlich mit Recht, wird es als Risiko Branche bezeichnet, genauso wie Lebensmittel und Baubranche. Die richten einfach großen Schaden an in allen möglichen planetaren Grenzen. Ja, und Sie sind ja, Sie haben VD mit, natürlich auch mit anderen, zu einem Pionierunternehmen der Gemeinwohlökonomie gemacht. Und Sie sind Ihre Botschafterin. Was fasziniert Sie an diesem Konzept? Also wir haben uns 2009 auf den Weg gemacht, sozusagen eben nicht nur in Projekten Nachhaltigkeit voranzutreiben, sondern mit der Übernahme der Geschäftsführung sozusagen das ganze Unternehmen auszurichten auf soziale und ökologische Balance eigentlich, dass wir im Gleichgewicht wirtschaften mit Mensch und Natur und haben in diesem Kontext eine ganz anstrengende Transformation begonnen mit Umstellung aller Materialien und Einführung von Standards in den Lieferketten und war unglaublich zäh, weil wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen und hat keiner auf uns gewartet und uns wurde immer gesagt, der Kunde, der zahlt es nicht, der interessiert sich nicht dafür und so viel Arbeit und so komplex und also auf jeden Fall, es wurde ziemlich schnell, ziemlich deutlich klar, dass das ein Weg ist, der zwar in meinem gesunden Menschenverstand bedeutet, ich übernehme einfach nur Verantwortung für die Auswirkungen meines Handelns. Also ich übernehme klassisch unternehmerische Verantwortung in meinem Sinn, aber es wurde ziemlich schnell klar, dass das doch viel schwieriger ist, als wenn ich diese Verantwortung einfach nicht übernehme. Und das hat sich von Anfang an sehr schräg angefühlt, dass es einem so schwer gemacht wird, in diesem Wirtschaftssystem Verantwortung zu übernehmen. Und dann habe ich 2011 den Christian Felber kennengelernt und sein Konzept der Gemeinwohlökonomie. Und das war für mich so, ah ja, genau, das macht Sinn. Es hat, also die Gemeinwohlbilanz, die wir daraufhin erstellt haben, hat jetzt nicht unser Handeln verändert, sondern hat mehr oder weniger abgebildet, was wir tun. Und ich finde es eben einfach hervorragend, einerseits für Unternehmen, weil das wie so ein Spiegel ist, der einem vorgehalten wird, so eine Bilanz, so ein 360-Grad-Spiegel, wie man eigentlich agiert in Form der Verantwortung. Und weil das so augenöffnend ist, finde ich,
dass ja auch in der Verfassung oder so nicht steht, die Wirtschaft diene dem Profit Einzelner, sondern da steht drin, die Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Oder die bayerische Bilanz, die Verfassung sagt, die Wirtschaft ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Also die sagt es ganz deutlich. Aber das wird nirgendwo abgebildet, sondern Unternehmen werden in unser Wirtschaftssystem eben nach Finanzkennzahlen gewertet. Ob das jetzt bei den Steuern zahlen ist oder bei der Frage von Krediten oder Förderungen, das sind meistens Finanzkennzahlen, die da zählen und nicht der Grad der Verantwortung, den ich übernehme. Das heißt, ich kann mit Fug und Recht quasi auf Kosten anderer wirtschaften und es wird nirgends abgebildet. Und da ist eben die Gemeinwohlbilanz ein wunderbares Instrument, um diesen Verantwortungsgrad deutlich zu machen. Ja, vielleicht zur Erklärung, sodass wir dann gleich nochmal da einsteigen. Im Rahmen dieser Gemeinwohlökonomie gibt es wirklich, machen Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz und die bewertet Unternehmen nach zahlreichen Kriterien. Es sind, glaube ich, 16 oder 17. Von der Menschenwürde, von der Auswirkung auf die Menschenwürde in den Zuliefererländern, den Arbeitsbedingungen im Betrieb, die ökologische Nachhaltigkeit der Produkte, Möglichkeiten der Mitarbeitenden im Betrieb teilzuhaben, gerechte Löhne. Und darauf wird eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Sie haben das mehrfach getan. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, korrigieren Sie mich, dass Sie auf einer Skala von minus 3600 bis plus 1000 Punkten haben Sie 631 Punkte erreicht. Ich weiß es gar nicht mehr, aber sowas stimmt, sowas in die Richtung stimmt sicher, ja. Ja, Aber und die wie. Liste ist von 2018, also ist schon eine Weile her. Also Sie haben seither nochmal eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Nee, eben nicht, eben nicht. Die wird gerade angepasst, die Gemeinwohlbilanz, die neue an die CSRD, also an die europäische Gesetzgebung. Und das wollen wir noch abwarten, bis wir die nächste. Wir erstellen auch, erstellen auch andere Bilanzen nach GRI, nach Fairware-Sozialstandards. Wir haben Klimabilanzen. Wir machen das immer im Turnus und wir haben mit der Gemeinwohlbilanz ein bisschen gewartet, damit die sich auf die CSRD noch einstellen kann. Oh, jetzt hören wir sie nicht mehr. Sie hören mich nicht mehr? Ja, jetzt höre ich sie wieder, ja. Entschuldigung. Wie macht man das denn, so eine Gemeinwohlbilanz? Also, Sie haben 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tettnang, würde ich mal sagen, oder in Deutschland zumindest. Sie haben ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Nun muss man doch, wenn man so eine Bilanz erstellt, ständig Diskussionen führen im Unternehmen, wie ist das, wie hoch ist der Rohstoffverbrauch hier, wie sind die Arbeitsbedingungen dort, wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft das in so einem Unternehmen ab? Gibt es da ständig Betriebsversammlungen oder? Also die Gemeinwohlbilanz ist nur ein Spiegel dessen, was wir bereits tun. Wir haben auch als wir die Gemeinwohlbilanz eingeführt haben, haben wir bereits ja nach anderen Standards schon berichtet, die ich gerade schon aufgezählt habe. Ja. Und dahinter liegen natürlich Managementsysteme, also und professionelles Vorgehen. Also wir haben professionelles Lieferkettenmanagement beispielsweise mit professionellen Datensammlungen und die fließen dann da einfach ein. Wir müssen ja auch Sozialreports machen in den Lieferketten beispielsweise für Fairware. Wir machen eine Klimabilanz weltweit, weil wir also zumindest bilanziell klimaneutral sind. Also wir sind an allen Ecken und Enden, haben wir da Managementsysteme, die uns die Zahlen liefern. Ah, Und okay, ja. also das Allermeiste fließt automatisch ein, weil wir Nachhaltigkeit eben nicht was betreiben, was wir irgendwie aus Marketinggründen irgendwie noch mit dem Schleifchen drum, sondern weil das bei uns eben ganz tief gründet in all dem, was wir machen. Wir erheben sozusagen in allen Prozessen und in all dem, was wir tun, erheben wir die Daten, ob das jetzt die Emissionen sind oder die Audit-Daten oder der Anteil von recycelten Materialien, was auch immer. Wir erheben das sowieso sozusagen. Das schöpfen wir einfach ab. Und dann ist aber ganz spannend in der Gemeinwohlbilanz, dass das auch ethische Fragestellungen dann sind, die dann wirklich zu diskutieren sind. Also beispielsweise so, was ist die ideale Größe eines Unternehmens? Und das ist schon eine Frage, mit der man sich dann erstmal auseinandersetzen muss, so, weil das ist eben die Wachstumsfrage. Wo willst du eigentlich denn hinwachsen? Oder wie hältst du es mit den Steuern? Werden die ordentlich in Deutschland bezahlt oder werden die irgendwo auf irgendwelche Inseln verschifft oder so? Das finde ich ganz spannend. Das unterscheidet auch ganz deutlich die Gemeinwohl
Bilanz von anderen Nachhaltigkeitsstandards, dass regelrechte ethische Fragestellungen gestellt werden, die es zu diskutieren gilt und wo es eine Antwort fürs Unternehmen zu finden gilt. Das unterscheidet die deutlich und auch, dass da eine Bewertung dann hinter ist. Also hinter den allermeisten Nachhaltigkeitsstandards ist dann keine Punktzahl dahinter, sondern es ist eine reine Beschreibung, was man tut. Also der bisher größte, globale, bekannteste ist der GRI, Global Reporting Standard. Da beschreibt man rein in den ganzen Kriterien, was man tut als Unternehmen. Da kann man ganz viel rein, das wird dann auch geprüft von dem Wirtschaftsprüfer, genauso wie die Bilanz auch, die Gemeinwohlbilanz. Aber eben der Unterschied ist, dass man sich dann selber auch eine Punktzahl gibt. Also man teilt sich dann ein, bin ich fortgeschritten, ja. Basis oder so, und dahinter steht eine Punktzahl. Und die wird dann auch überprüft von dem Auditor, ob der die auch so ansieht. Und das führt am Ende zu dieser Punktzahl eben, die am Ende ist. Und das ist ja eine ganz wunderbare Chance, um da eigentlich auch politische Instrumente draufzusetzen. Also denke ich, das Gedankenspiel finde ich einfach toll. Weil an dieser Punktzahl kann man dann eben schön sehen, ist es ein Unternehmen, das auf Kosten der Gesellschaft, der Gemeinschaft eigentlich wirtschaftet und viele Kosten, die entstehen in Vernichtung von Natur oder in Kinderarbeit irgendwo, die quasi da extern sind und nicht in den Kosten des Unternehmens abgebildet sind, dem soll man doch dann ruhig höhere Steuern, Mehrwertsteuern beispielsweise geben, als Unternehmen, die eben einen ordentlichen Job auch in der Verantwortung machen. Sind denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Prozess beteiligt oder ist das ein Managementprozess? Das kann jedes Unternehmen machen, wie wir das gerne möchte. Also wir haben ja Nachhaltigkeit wirklich ganz breit verankert im Unternehmen. Das heißt, bei uns arbeiten die MitarbeiterInnen eben nicht nur sozusagen in so einem Prozess der Erhebung der Gemeinwohlökonomie mit, der Gemeinwohlbilanz, sondern die arbeiten tatsächlich daran, ganz täglich in ihrer Arbeit die Dinge nachhaltig zu gestalten. Das heißt, in unserem Produktentwicklungsprozess machen sich die Produktmanager Gedanken, wie sie alle Materialien umstellen auf recycelt und biobasiert und auf die höchsten Standards. Die machen sich Gedanken, wie Produkte recyclingfähig und reparaturfähig sind, wie die modular zusammengesetzt werden können, um dann wieder besser repariert werden zu können. Und andere machen sich Gedanken darüber, wie wir den Fuhrpark umstellen. Die Instandhaltung macht sich Gedanken darüber, wie am wenigsten Energie verbraucht wird. Also jeder macht sich ja an seiner Stelle Gedanken darüber, wie in seinem Bereich der größtmögliche soziale und ökologische Nutzen der Tätigkeit getan werden kann. Das heißt, also die sind sozusagen in das Tun eingebunden und darüber fließt es dann sozusagen in die Bilanz auch rein. Das klingt jetzt vom Ergebnis her, wie Sie das so erzählen, sehr perfekt. Gab es denn bei diesen Gemeinwohlbilanzen auch immer Bereiche, wo Sie sagen, da müssen wir noch besser werden? Das klappt noch nicht gut. Oder da haben wir, oder anders formuliert, ich formuliere es mal positiv, da hätten wir noch die Chance, etwas zu tun. Da ließe sich noch mehr bewirken. Gab es sowas aus diesem Prozess der Gemeinwohlbilanz heraus? Auf jeden Fall, ja klar, das ist ja auch das, was das als Managementsystem ja auch sehr sinnhaft macht, dass Unternehmen sich da ja wie spiegeln können. Für mich ist so eine Gemeinwohlbilanz, stellt es ganz schön dar, was der Bürger, die Bürgerin auf der Straße quasi denken würde, hätte sie die vollständige Transparenz über ein Unternehmen. Ich finde, das spiegelt das ganz gut wider. Bei uns, wir haben ziemlich wenig Punktzahl gehabt, 2018 eben in Eigentum und Mitentscheid. Da geht es darum, quasi wie sind wir aufgestellt? Also so eine Vision der Gemeinwohlökonomie, die höchste Punktzahl würde ich quasi kriegen, hätte ich ein Unternehmen, an dem die ganzen Mitarbeiter beteiligt sind. Das sind sie bei uns nicht und also waren es 2018 nicht. Inzwischen würden wir wahrscheinlich mehr Punkte kriegen, weil wir Genussscheine in der Zwischenzeit eingeführt haben. Also Mitarbeiter können sich über Genussscheine beteiligen. Also am Eigentum, ja. Sie können sich am Erfolg des Unternehmens, nicht am Eigentum, aber am Erfolg sozusagen. Ah, okay, ja. Wir haben auch inzwischen Umweltbanken mit an Bord, also die GLS ist mit an Bord. Das zählt da auch mit rein in quasi die nachhaltige Finanzierung. Also es sind schon Punkte oder wir hatten wenig Punkte und hatten uns es auch nie vorstellen können, bei so einer demokratischen Mitgestaltung von Mitarbeitern, als ein Punkt sozusagen, werden die Führungskräfte gewählt. Und wir haben das total abwegig gefunden, dass Führungskräfte quasi gewählt werden, haben aber inzwischen in der Diskussion eben darüber, hat sich das bei uns dann irgendwo verfestigt, dass es eigentlich schon ganz sinnvoll ist. Die werden zwar nicht gewählt, aber wenn wir eine Führungskraft einstellen, im Bewerbungsprozess ist das Team mit dabei. Das Team wird auch immer gehört.
Also wird einfach eingebunden in den Prozess und darf auch seine Meinung abgeben. Und das sind sicher, also sicher beispielsweise auch ein Impuls, der aus der Gemeinwohlökonomie kam, dass wir uns überhaupt mit dem Gedanken beschäftigt haben. Oder wir haben uns ganz intensiv eben auch damit beschäftigt, ja, was ist denn unsere ideale Größe? Also wohin wollen wir denn wachsen? Was ist Wachstum für uns? Auch die quasi die intensive Auseinandersetzung mit der Wachstumsfrage kam sicher auch damals durch die Gemeinwohlbilanz. Ja, dann hat es ja bei Ihnen sehr gut gewirkt. Mal eine Frage zum Umfeld. Wie überlebt man eigentlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, als Unternehmen, das sich an höheren Idealen misst, messen lassen will, unter Umständen auch höhere Kosten zu tragen bereit ist, aber natürlich in kapitalistischer Konkurrenz zu Unternehmen steht, denen es vor allem um den maximalen Gewinn geht. Hat man da nicht automatisch Nachteile? Geht man da nicht unter in diesem kapitalistischen System? Ja, sowohl als auch. Also auf jeden Fall ist es in dem bisherigen Wirtschaftssystem eigentlich immer noch so, dass wenn ich die Verantwortung übernehme, bin ich benachteiligt, weil ich höhere Kosten, höheren Aufwand habe, höhere Risiken. Das ist besser geworden dadurch, dass in den 15 Jahren, in denen wir auf diesem sehr konsequenten Weg sind, die Kunden auch mehr nachfragen und das Bewusstsein viel größer geworden ist. Das ist auf jeden Fall eine Sinnhaftigkeit. Und ich bin auch zutiefst überzeugt davon, dass wer sich jetzt nicht schleunigst auf den Weg macht und versteht, dass Nachhaltigkeit eine moderne Business-Disziplin ist, die ich mir aneignen muss, wo ich Managementsysteme aufbauen muss, wo ich Kompetenzen brauche und so, dann werde ich auch langfristig keine Daseinsberechtigung haben. Also ich denke schon, ist eine Investition auch in eine Zukunft. Und nichtsdestotrotz ist der Pionierweg, den wir gehen, schwierig. Also ist herausfordernd. Ja. Wir haben unser ganzes System eigentlich dem angepasst, dass wir uns diesen Weg in Anführungsstrichen leisten können. Also wir sind bankenfinanziert. Ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen reichen Onkel im Hintergrund hätte, der uns das alles irgendwie finanziert, dass wir das idealistisch betreiben können, sondern also wir mussten von Anfang an Finanzkennzahlen erfüllen und durften auch nicht irgendwie ein Jahr mal irgendwie danach lassen. Bei uns hat es einfach dazu geführt, dass wir beispielsweise viel weniger Geld für Marketing ausgeben als unsere Wettbewerber, weil wir das Geld in Nachhaltigkeit stecken, in die Umstellung und die Transformation. Dass wir aber auch ganz stark auf Effizienz getrimmt sind, beispielsweise in den Planungswegen. Also normalerweise in der Textilbranche ist es so, da werden im nächsten Jahr oder nächsten Saison dann irgendwie 20, 30% der Kollektion zu Dumpingpreisen verschleudert, weil halt die Kollektion dann alt ist. Bei uns ist es genau getimt und die Produkte, die sozusagen in die nächste Saison gehen, die sind immer noch hochwertig und werden nicht zu Schleuderpreisen verkauft. Und also, was ja nicht nur nachhaltig sinnvoll ist, sondern eben auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und da haben wir ganz viel eben ja, das Unternehmen getrimmt, dass wir uns diesen Weg leisten können. Aber gleichzeitig sind wir als Unternehmen und ich als Person auch sehr politisch geworden, in dem Sinne, dass wir uns für Rahmenbedingungen einsetzen, die eben nachhaltiges Wirtschaften zur Ausnahme machen, sondern die Rahmenbedingungen, die eben, also wie so ein Lieferkettengesetz oder andere Themen, die dazu führen würden, dass sich eben mehr Unternehmen auf den Weg machen, weil es einfach, ja, weil die Ziele dann in die Richtung gehen. Ja, wenn wir noch im Gespräch drauf kommen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Mal so persönlich, wenn Sie jetzt mit Geschäftsführern, sind ja auch Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen von Konkurrenten, sich treffen oder wenn Sie die treffen, gelten Sie dann als Nestbeschmutzerin oder bewundern die Sie, dass Sie einen Also anderen Weg am gehen? Anfang vielleicht nicht genau als Nestbeschmutzerin, aber ich glaube, wir wurden belächelt als Unternehmen. So. Und vielleicht auch ein bisschen so, ja, vielleicht Nestbeschmutzer passt vielleicht sogar schon ein bisschen. Das war so ein bisschen so, ach, das ist doch selbstverständlich, die Verantwortung zu übernehmen. Darüber spricht man doch gar nicht. Uns wurde mal vorgeworfen, wir sprechen viel zu sehr darüber. Aber so nach und nach wurde dann schon bewusst, okay, das ist was anderes. Also wenn man genauer hinguckt, dann ist es eben nicht das, was eben selbstverständlich ist. Die meisten Unternehmer haben noch im Kopf so, Verantwortung übernehme ich dann, wenn ich meine Arbeitsplätze sichere und wenn ich gute Produkte herstelle und wenn ich meine Steuern zahle. Aber eben dieses genaue Hingucken, was machen, was bewirkt die Produktion meiner Produkte, wie viele Ressourcen verbrauche ich, Emissionen und wie werden die Menschen in Lieferketten behandelt, da war der Blick noch nicht so geschärft einfach. Und inzwischen ist es schon so, dass wir da auch sehr anerkannt sind bei uns in der Branche. Aber wir arbeiten auch mit allen zusammen. Also Nachhaltigkeit ist ein Teamsport und es geht sowieso nur gemeinsam. Ich kann ganz wenig als Unternehmen alleine anrichten, sozusagen. Ich brauche meine Wettbewerber auch, dass die mitmachen, dass die auch nach den gleichen Standards sich richten, dass die mitwirken, auf die Produzenten sich umzustellen, dass sie mithelfen bei Klimaprojekten in den Lieferketten und so weiter.
Ja, ein Konkurrenzunternehmen, das ist ja sowas, interessiert einen als Journalist natürlich sehr stark oder fällt sofort auf. Ein Konkurrenzunternehmen im Outdoor-Bereich Patagonia hat einmal am Black Friday plakatiert, satirisch natürlich: Kaufen Sie diese Jacke nicht. Das nachhaltigste Produkt ist das, was nicht gekauft wird. Würden Sie so einen Aufruf auch mal starten? Also so ein Aufruf vielleicht jetzt nicht genau, weil das wäre für mich auch nicht ehrlich, weil ich kann, also wir haben uns stark da, also wir haben die Transformation ganz stark darüber finanziert, dass wir stark gewachsen sind, muss man ganz deutlich sagen. Also Ja. wären wir nicht gleichzeitig stark gewachsen, hätten wir diese Mehrkosten gar nicht stemmen können. Von daher wäre es für mich jetzt nicht ehrlich. Aber grundsätzlich gehen wir in eine ganz, ganz gleiche Richtung eigentlich, in dem Sinne, dass wir die Qualität unglaublich hochgeschraubt haben, dass wir riesen Reparaturservice haben und auch Videos haben und uns Ersatzteile bieten, damit die Kunden selber reparieren können, dass wir unsere Produkte auch vermieten, dass wir nächste Woche auch an den Start gehen mit Secondhand, weil natürlich ist das Ziel das, wir müssen runter mit dem Ressourcenverbrauch. Im Mai diesen Jahres oder letzten Jahres war bereits der World Overshoot Day in Ja. Deutschland. Das heißt, da haben wir schon alle Ressourcen verbraucht, die es innerhalb von einem Jahr zu regenerieren gilt, sozusagen, die regenerierbar sind innerhalb von einem Jahr. Das heißt, der einzige Weg muss sein, der kann nur sein, dass wir wegkommen von diesem Ressourcenverbrauch und dass wir in Kreisläufe denken. Oder am besten gar nichts konsumieren. Das ist so. Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Ja, ich frage mich immer im Outdoor-Bereich oder im Kleidungsbereich. Generell, aber auch im Outdoor-Bereich besonders, wo eine ganz hohe Qualität gefragt ist, da geht es ja um komplizierte Stoffmischungen. Ich bin Laie, ich gebe es zu. Es geht aber um komplizierte Stoffmischungen, die dafür sorgen sollen, dass die Kleidungsstücke wasserdicht sind oder völlig reißfest für Bergsteigertouren und so weiter, warm und trotzdem luftdurchlässig. Und wie gehen Sie damit um, dass man damit, man braucht ja dazu Chemikalien. Es ist immer unter den Umweltverbänden ist ja immer sehr wieder die Rede von Ewigkeitschemikalien, die man nie mehr los wird, die auch in Outdoor-Kleidungsstücken vorhanden sind. Ist das bei Ihren Kleidungsstücken auch so? Also die Ewigkeitschemikalien, von der Sie sprechen, das sind die Fluorcarbone. Und die sind nicht nur auf Outdoor-Klamotten drauf, die sind überall. Die sind in Pizzakartons, die sind auf Teflonpfannen, die sind, also die finden Sie quasi überall. Schlimmer. Die sind auf Spritzmitteln, die auf Lebensmittel ausgebracht werden. Da war in Österreich gerade der Skandal. Die sind tatsächlich einfach überall. Aber eben auch auf Outdoor-Klamotten auch. Die halten sozusagen den Außenstoff, schützen die davor, dass der sich mit Wasser vollsaugt oder auch mit Schmutz. Wir sind seit 2010, haben uns auf den Weg gemacht, das auszuschleusen, was nicht einfach war, weil wir eigentlich die Einzigen waren, die da nach Lösungen gesucht haben und haben es aber seit mehreren Jahren schon geschafft. Also wir haben die PFS los. Also die sind nicht mehr drin bei Ihnen, die verwenden Sie nicht mehr. Genau, die verwenden wir nicht. Also wir haben die ja sowieso nicht freiwillig verwandt, aber doch, also klar, wir können mitentscheiden über die Chemikalie, die auf den Stoff draufkommt. Und lange Zeit war das sehr schwierig, die davon loszukommen, weil es gab zwei Lösungen, die haben aber nicht funktioniert. Und dann, spannenderweise, was ich echt spannend fand, ich glaube 2014 oder so war das, oder 15, da hat Greenpeace hat da quasi eine Kampagne gemacht gegen PFCs. Die sind zum ersten Mal in die Öffentlichkeit geraten dadurch. Und das hat tatsächlich Druck ausgeübt durch diese Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, dass endlich sich mehr Unternehmen gefunden haben, die nachgefragt haben, dass die Chemieunternehmen bereit waren, da wieder rein zu investieren, dass die Produzenten bereit waren, die Lösungen dann auch auszuprobieren. Also dann ging es sehr schnell bei uns sozusagen, die richtigen Lösungen zu finden und umstellen zu können. Das heißt aber doch, es ist möglich, diese Ewigkeitschemikalien, ich nenne sie mal so, loszuwerden. Es ist möglich, sie zu ersetzen. Ja. Ja klar, ja. Man findet immer Lösungen. Es muss nur der Wille da sein, Lösungen zu finden und nicht zu sagen, so, es geht ja eh nicht. Ja. Ja. Und es braucht heute auch eine kritische Masse. Das war da wieder sehr deutlich. Also da haben wir uns seit Jahren eben bemüht. Bitte? Und alleine, das braucht immer die kritische Masse von Nachfragern. Und von daher ist Nachhaltigkeit nie was. Also wenn ich quasi das einzige Unternehmen bin, kann ich mich zwar mit bunten Federn schmücken, aber dann komme ich auch nicht wirklich vorwärts. Ja, und es gibt ja auch immer Unternehmen, die im Angebot solcher Chemikalien, die damit ihren Gewinn machen.
Und man muss dann dafür sorgen, dass das dort auch ersetzt wird, oder man muss sich gegen diese Unternehmen sozusagen zur Wehr setzen, oder ist das nicht so? Ja, im besten Fall ist es ja so, dass das die Unternehmen auch sind, die die neuen Lösungen kreieren. Also das im besten Fall haben die genauso den Radar draußen und stellen fest, wo sie denn Teil des Problems sind und wie sie Teil der Lösung werden können. Denn das ist ja kein, also das war damals 2010 haben wir begonnen, aber da war es auch noch kein Geheimnis, da war es auch kein Geheimnis mehr sozusagen, dass das böse Chemikalien sind, die überall auftauchen und die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Das war damals auch noch kein Geheimnis. Von daher, also wir handeln so ein bisschen nach dem Vorsorgeprinzip. Also wir handeln, wir informieren uns gut über all das sozusagen, was unsere Produkte und Einsatzstoffe bewirken und handeln auch dann, wenn wir noch nicht die letzte Studie sozusagen haben, die nachweist, dass es giftig ist und wenn wir noch nicht irgendwo das Verbot direkt vor der Brust genagelt haben, sondern wir handeln nach dem Vorsorgeprinzip. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich ein ganz gutes Prinzip, dass man eigentlich sich dann auf den Weg macht, wenn man merkt, oh, das ist kritisch. Das präventive Handeln, das wäre ja ein Teil der Nachhaltigkeit, das ist richtig. Sie sind auch sehr engagiert beim Umsetzen Ihrer Ideale, Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit. Bei Ihren Zulieferern oder aus dem globalen Süden. Wie schaffen Sie es, dass diese Ideale auch denen zugutekommen? Chatten Sie ständig durch die Welt und kontrollieren das oder lassen es kontrollieren? Oder wie schafft man das als ja, mittelständisches Unternehmen? Das ist schon aufwendig. Also wir haben ein Team in Asien, als auch bei uns in Deutschland, das dazu gehört, dass wir uns die Produzenten natürlich persönlich aussuchen, dass wir die erstmal überprüfen, dass wir auch sehr langjährig mit denen zusammenarbeiten, weil so eine Zusammenarbeit beruht immer auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir sind Mitglied der unabhängigen Multi-Stakeholder-Initiative Fairware. Da unterwerfen wir uns auch deren Kriterien und die basieren auf den höchsten sozialen Kriterien von ILO. Und nach den Kriterien werden alle Produktionsstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, plus deren Zulieferer in einem Rhythmus immer wieder auditiert. Und das, was da, und auch dazu gehören dann auch anonyme Interviews mit Mitarbeitern vor den Fabriktoren, sodass man auch freisprechen kann. Dazu gehört auch ein Beschwerdemechanismus, dass überall Telefonnummern aushängen, wo die sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Landessprache auch beschweren können, falls was nicht hochgekommen ist. Dazu gehört, dass dann eben solche Reports dann entstehen, wo eben auch Handlungsbedarfe deutlich werden. Und dazu gehört auch, dass wir mitverantwortlich sind, sozusagen, dass diese Handlungsbedarfe dann auch umgesetzt werden. Und dazu gehört aber auch, dass wir jedes Jahr überprüft werden. Wie machen wir da unseren Job? Wie machen wir unseren Job als quasi Marke, die Auftraggeber ist? Tragen wir beispielsweise dazu bei, dass sie dann Überstunden haben, weil wir immer auf den letzten Drücker bestellen? Tragen wir dazu bei, dass sie keine ordentlichen Löhne zahlen können, weil wir nur quasi alle immer nur also die Kosten weiter drücken, die Preise weiter drücken. Also was machen wir da für einen Job und was machen wir für einen Job, eben die Produktionsstätten zu begleiten in den Punkten, die auftreten, in Schulungsprogrammen, die wir dann auch anbieten, in Weiterbildungsmaßnahmen, in Netzwerken. Also wir sind da schon sehr engagiert sozusagen. So eine Mischung aus Begleitung, Kontrolle, Auditierung. Also es ist aufwendig, aber das macht auch Sinn. Also Textilherstellung, Textilindustrie findet zu 90% in Asien statt und überwiegend in Ländern, die einfach prekäre Arbeitsbedingungen haben. Das ist leider so, weil Textilherstellung hat einen sehr hohen manuellen Anteil und je komplexer so ein Produkt, desto höher der manuelle Anteil. Das heißt also, sowas in Deutschland herzustellen, ist nicht eine Frage von, ich verzichte auf ein paar Margenpunkte, sondern heißt, bin ich marktfähig oder nicht? Also wenn ich den gleichen Rucksack in Deutschland herstelle, kostet er halt irgendwie 100, 200% mehr, als wenn ich den in Asien herstelle. Das heißt, ich werde nicht marktfähig. Das heißt, man muss aus meiner Sicht, wenn man dann als Textilit in Asien produziert, eben schauen, darum geht es, wie schaffe ich es, dass die Arbeitsbedingungen da gut sind. Dass es existenzsichernde Gehälter sind, die da gezahlt werden, dass keine Kinderarbeit stattfindet, keine Zwangsarbeit, dass da menschenwürdige, gute, faire Arbeitsplätze sind. Und dann ist Globalisierung auch eine Chance. Ja, Sie haben gerade zwischendrin so einen Satz gesagt, auch wir werden kontrolliert. Wer kontrolliert Sie? Auch quasi die Fairware. Die Fairware kommt jedes Jahr vorbei. Wer ist die Die Fairway? Fairware ist die Multi-Stakeholder-Initiative. Also das kann man sich auch gerne merken, Fairware. Das ist auch dann an den Produkten dran, wer bei Faire der Fairware Kleidung. ist.
Genau, und das ist wie so ein System eben, da, und das Spannende ist eben, das ist ein Sozialstandard, der nicht Industriestandard ist. Das heißt, da kontrolliert sich nicht die Industrie selbst, sondern Multi-Stakeholder-Initiative bedeutet, dass da eben verschiedene Leute im Gremium sind, sozusagen zur Fairware. Da gehören Gewerkschaften dazu, da gehören NGOs dazu, und Verbände. Also das ist bunt gemischt sozusagen, und da, deshalb ist der Standard auch sehr, sehr hoch. Und die kommen, also die schicken Mitarbeiter jedes Jahr, die uns dann kontrollieren, die mit uns einen Tag lang eben ein Audit machen und wie so ein Audit eben abläuft, reingreifen, Fragen stellen, gucken, ob wir das ordentlich machen, ob wir unseren Bericht ordentlich geschrieben haben. Wir sind zur Transparenz verpflichtet beispielsweise. Wir müssen die Sozialberichte auch veröffentlichen. Das heißt, man kann bei uns auf der Internetseite lesen dann auch, was verdient denn so eine Näherin in Vietnam beispielsweise. Und ob wir diese ganze Arbeit gut begleiten, da werden wir nicht nur kontrolliert, sondern auch bewertet. Und am Ende steht da auch eine Punktzahl. Ab einem gewissen Grad bekommt man dann sozusagen einen Leader-Status. Und das ist schon das Ziel, sozusagen von uns immer das Leader-Status zu kriegen. Und den haben wir auch seit 8, 9 Jahren, haben wir den Leader-Status. Ja, ich mache noch mal ganz kurz darauf aufmerksam an die Teilnehmenden. Sie können Fragen stellen in den Chat und die gebe ich dann auch gerne in einigen Minuten weiter an Frau von Dewitz und die wird darauf in ihrer offenen Art eingehen. Es ist einfach eine Ermutigung. Stellen Sie Fragen, melden Sie sich. Soweit es möglich ist zeitlich, werde ich das weitergeben. Sie haben das erwähnt in dem, was Sie erzählt haben. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie ist ja auch ein politisches Konzept, weil eigentlich streben Sie ja an, dass alle Unternehmen letztlich genötigt oder durch Regeln dazu ermuntert werden sollen, mehr für das Gemeinwohl zu tun, der Umwelt nicht zu schaden, der Gerechtigkeit nicht zu sagen, keine ungerechten oder prekären Arbeitsbedingungen zu bieten. Was müssten denn, welche politischen Rahmenbedingungen würden Sie denn gern verändert wissen, damit es Gemeinwohlunternehmen leichter haben? Also das Lieferkettengesetz wäre eine gute Vorlage dafür gewesen. Das ist leider abgeschossen worden. Das Moment, das EU-Lieferkettengesetz, ja. EU-Lieferkettengesetz, genau. Momentan gibt es ein deutsches Lieferkettengesetz. Es Ja. gibt auch in einigen Ländern gibt es auch andere Lieferkettengesetze. Aber das EU-Lieferkettengesetz hätte eben dann nicht nur die Menschenrechte, sondern auch die Umwelt mit reingenommen. Es hätte gerade in so Risikobranchen wie die Textilbranche, hätte es eben Unternehmen ab 250 Mitarbeitern schon beinhaltet. Das wäre ein großer Schritt gewesen, um Verantwortung einfach nicht einfach eine freiwillige Sache machen zu lassen. Also momentan ist die Einhaltung von Menschenrechten in weltweiten Lieferketten ist eine Freiwilligkeit. Kann ich mir leisten oder kann ich mir nicht leisten? Ja. Das ist sicher, das wäre eine Steilvorlage gewesen. Es kommt jetzt die CSRD. Das ist Was eine ist das? Nachhaltigkeitspflicht auf EU-Ebene. Da muss ich in Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das geht in Richtung wie eine Gemeinwohlbilanz quasi so ein bisschen, aber das ist eben nicht bewertend. Da beschreibe ich bloß, was ich tue als Unternehmen. Es ist nicht so bewertend wie und damit auch nicht vergleichbar wie so eine Gemeinwohlbilanz. Das wäre natürlich gut, wenn so eine EU-Nachhaltigkeitsberichtspflicht verbunden wäre mit einer Bewertung und Vergleichbarkeit. Dann könnte ich darauf tatsächlich auch politische Instrumente setzen, wie so eine Steuergesetzgebung oder so. Das gelingt mir nicht, wenn ich einfach nur beschreiben muss, was ich tue. Man hat immer den Eindruck, bei solchen Berichtsvorgaben, die ja häufig sind, das handelt sich so ein bisschen um Greenwashing. Oder ist das jetzt übertrieben von mir? Also auf was spielen Sie jetzt an? Nee, auf diese CSRD, auf die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, Nee, ohne also Greenwashing würde ich Bewertung. das nicht nennen. Nee, das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Nee, das Ja. nicht. Im Gegenteil, es kommt ja gleichzeitig auch eine Gesetzgebung, die eben genau Greenwashing verhindert, die jegliche Umweltaussage überprüfbar machen muss, sozusagen. Sonst mache ich mich das Greenwashing schuldig und kann da auch abgestraft werden. Das ist ja gleichzeitig, es kommt ja jetzt demnächst auch raus, so eine Vorgabe. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Also die EU ist schon auf dem Weg dazu, quasi Greenwashing abzuschaffen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, das finde ich auch wichtig. Ich habe das nur deswegen eingewandt, jetzt nicht gegen das, was Sie sagten, sondern also es gibt ja häufig schon seit langem jede Menge Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen, die man auf den Ah. schmalsten Schreibtisch bekommt. Ja? Und da fragt Aha. man sich dann, okay, jetzt erzählen die, was sie nachhaltig, wie furchtbar nachhaltig sie sind, aber Konsequenzen, wenn sie es nicht sind, gäbe es keine. Genau, Und das das kam mir immer vor wie Greenwashing.
Ja, es ist eben keine Gemeinwohlbilanz mit einer politischen, ja, mit politischen Instrumenten drauf, genau. Und das EU-Lieferkettengesetz, ich bin selbst im fairen Handel engagiert, im Weltladen und so weiter, das haben wir auch sehr begrüßt. Würden Sie es denn begrüßen, wenn es möglich wäre, dass NGOs aus dem globalen Süden auch Firmen aus dem Norden verklagen könnten? Ja, ich halte das für sehr sinnvoll, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Näherin aus Bangladesch, die misshandelt wird, dann ein Unternehmen in Deutschland anklagt. Also es Was? braucht ja Vermittler, die Ja, dann klar. für die einspringen. Von daher finde ich die Regelung sehr, sehr sinnvoll. Ja, von daher, ja, kann ich mir vorstellen, dass das, sonst ist es ein zahnloser Tiger, wenn es zwar irgendwie eine Haftung gibt, aber niemanden, wo kein Kläger, da kein Richter. Diejenigen, die in irgendwelchen Lieferketten ausgebeutet sind, sind wahrscheinlich die allerwenigsten, die sich dann tatsächlich in Gerichten da zur Wehr setzen. Deshalb braucht es Leute, die da mithelfen. Sollten denn Gemeinwohlunternehmen letztlich weniger Steuern zahlen oder nur als Beispiel oder anderweitig belohnt werden, sodass es einen ökonomischen Vorteil hätte, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen? Ja, das ist ja das, was ich meine mit politischer Arbeit. Es ist schwer, es ist teurer, es ist aufwendiger, diesen Weg zu gehen, was ja total, total Banane ist, wenn ich dran denke, welche großen Herausforderungen wir weltweit haben. Also eigentlich müssten wir doch alles dafür tun, dass die Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen im sozialen wie ökologischen Bereich weltweit. Also wenn ich an die Hebelwirkung denke, wenn jetzt jedes Unternehmen sich mit Vollgas auf den Weg begäbe, Klimaemissionen einzusparen, Menschenrechte existenzsichernde Löhne zu zahlen in den Lieferketten. Also es würde einfach so viele Probleme wirklich schnell angehen. Von daher ja, auf jeden Fall wäre das für mich eine politische Maßnahme, wenn es eine vergleichbare Berichterstattung gäbe, da auch Steuern draufzusetzen. Also diejenigen, die da einen guten Job machen und aufs Gemeinwohl, das Gemeinwohl bereits berücksichtigen, eben nicht auf Kosten von Menschen- und Naturwirtschaften, die sollen weniger zahlen müssen als die diese Kosten externalisieren und zu den Problemen weltweit noch beitragen. Ja, eine Frage aus dem Chat war, Sie hatten ja erwähnt, darauf bezieht sich die Frage, dass Sie es nicht schaffen, in Deutschland kostengünstig sozusagen alle Produkte selbst zu produzieren. Der User oder die Userin wendet ein oder fragt, dass es doch Unternehmen gibt wie Trigema, Nordwolle, die das für sich beanspruchen. Wo ist da der Ja, Unterschied zu also Ihnen? die Produkte von Trigema sind, also Trigema ist komplett durch organisiert. Das heißt also, die machen alles selber, die machen bis zum Vertrieb alles selber, die haben keine Zwischenhandel. Die liefern nicht an den Handel, sondern sie haben ihre eigenen Testgeschäfte in Anführungsstrichen. Damit sparen sie sich schon mal die Hälfte der Marge. Plus die Produkte, die Trigema macht, sind überwiegend eben aus einem Material und also aus Baumwolle und so einer Mischung, Polyestermischung. Und das sind Unterhosen und T-Shirts. Die brauchen eine Naht, das schaffe ich auch. Aber das ist nicht so aufwendig wie eben so eine Dreilagenjacke oder ein Zelt oder ein Rucksack, wo einfach sehr, sehr viel manuelle Arbeit dran steckt. Also je höher der Anteil der manuellen Arbeit, desto schwieriger in Deutschland zu erledigen. Und dann eben noch quasi plus diese Marge, die also ich zahle, also der Handel verdient ja mit, wenn, und ja. Gut, das sind eben dann die Unterschiede. Ich habe mal mit dem Wolfgang Grupp in einer Talkshow zusammengesessen und der hat dann beschrieben, wie das Trigema macht. Aber es ist tatsächlich so, sie erhalten Trigema-Produkte ja nur bei der Fabrik, beziehungsweise in bestimmten einzelnen Shops. Das ist schon richtig. Und das ist dann wohl der Unterschied. Also wir haben auch eine Produktion in Deutschland. Wir produzieren auch am Standort. Wir haben 80 Leute in unserer Produktion. Wir machen da unsere Fahrradtaschen und also alles, was geschweißt ist. Und genau deshalb können wir es da auch. Also weil da wir den Aufwand verringern, den manuellen Aufwand durch Schweißarbeiten sozusagen. Aber es ist schwer. Also wir sind auch kräftig am Automatisieren, damit wir uns es leisten können, sozusagen in Deutschland zu produzieren. Es ist schwer, Textilien in Deutschland ja, rentabel zu machen. Rentabel zu machen. Ja. Es ist eine Frage, war es schwierig, die Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohlbilanzen in Ihrem Unternehmen durchzusetzen? War es anstrengend? So lautet die Frage. War es schwierig, das gegen Ihren Vater durchzusetzen? Mussten Sie das überhaupt gegen Ihren Vater durchsetzen? Ich denke nicht, so was ich gelesen habe.
Also das ist die Frage, wie war das anstrengend? Mussten Sie da sehr viel verändern? Also die Gemeinwohlbilanz kam ja eigentlich einen Schritt später bei uns sozusagen. Das Anstrengende an unserem Weg war schon so die ersten Jahre der Transformation. Also die Umstellung. Am Anfang ist es ganz viel Arbeit. Am Anfang ist es auch so ganz viel Arbeit, die jetzt auch nicht so wirklich Spaß macht, weil es dann so miss es oder vergiss es. Am Standort ging es ganz viel darum, erstmal alle Emissionen, alle Verbräuche zu erheben mit EMAS, also dem European Management and Audit Scheme oder Environmental Management and Audit Scheme, also so ein Umweltmanagement-Datensystem. Das hat keinem Spaß gemacht sozusagen. Und da hat man noch nicht so die Sinnhaftigkeit gesehen. Und in Lieferketten ging es darum, eben tatsächlich ja, Produzenten zu bewegen, Standards einzuführen und oder auch neue Materialien zu suchen oder ja, Materiallieferanten zu überreden, Blue Sign Standards sich zertifizieren zu lassen. Und keiner hatte Lust darauf, extern. Und es war alles teurer und gleichzeitig haben wir gehört, es darf aber nicht mehr kosten. Und überhaupt, wenn wir jetzt den Standard folgen wollen, diesem hohen Standard, den wir uns gesetzt haben, dann haben wir nur noch ein paar Materialien. Und wollen wir das wirklich? Und wollen wir wirklich so viel Arbeit verursachen? Und also ganz viele Zielkonflikte, die wir da verursacht haben im Unternehmen. Ganz viel Streit auch, weil wir so viel Komplexität auf uns gebürdet haben und auch gar keine Wege und Mittel hatten, um diese Komplexität aufzulösen und die Zielkonflikte aufzulösen. Also am Anfang war das richtig, richtig schwer. Am Anfang hat sich das so angefühlt wie die Stimmung momentan in Deutschland. Alle sind überfordert und nur am Jammern. Alles ist so ein Tal der Tränen hatten wir auch, bis wir es geschafft haben, Wie ist es eigentlich. dann gelaufen? Wir haben Wie es. sind Sie rausgekommen aus dem Tal? Als die ersten Ergebnisse sichtbar waren, also so also am Standort selbst sozusagen so Nachhaltigkeit nicht nur so ein theoretisches Konstrukt war, sondern man konnte es selber spüren und es hat sich gut angefühlt, beispielsweise indem wir so ein Mobilitätskonzept eingeführt haben, wo es die besten Parkplätze für die gibt, die andere Leute mitnehmen mit dem Auto, indem wir E-Bike-Pools angeboten haben, damit die Leute sich einfach Fahrräder auch ausleihen können, und dann wieder ins Treten kommen, indem wir für Busse geworben haben und endlich eine Buslinie etabliert haben, indem wir dezentrale Duschen geschaffen haben für die Fahrradfahrer und so weiter und so weiter, ein ganzes Maßnahmenpaket, um die Leute vom Auto auf andere umweltfreundliche Transporte sozusagen zu bekommen. Das war so das erste Mal, wo ich gespürt habe, dass intern dass es sich so ein bisschen gedreht hat von, oh, es ist alles anstrengend hin zu, macht ja auch Spaß und tut mir auch gut und fühlt sich ja ganz gut an und so. Das war wichtig, aber wichtig war auch, dass es uns gelungen ist, so eine Kultur zu schaffen, die eben das schafft, diese verschiedenen. Das sind ja unglaublich viele Perspektiven, die man gleichzeitig dann betrachtet, wenn es eben nicht nur rein finanziell ist, sozusagen. Und dass wir die Kultur geschaffen haben, eine Organisation, in der wir die gut berücksichtigen können und in der wir auch schaffen, sozusagen Lösungen miteinander zu finden und uns nicht nur zu streiten, dadurch, dass es alles Zielkonflikte sind. Also wir haben sehr viel investiert in ein gutes Beziehungsmanagement, eine gute Organisationsstruktur. Wir haben sehr strategisch sind wir auch vorgegangen, dass wir jetzt nicht jeden alleine haben kämpfen lassen, sondern dass wir dann Materialien zusammengelegt haben und gemeinsam auf die Produzenten zugegangen sind, die eingeladen haben, die mitgenommen haben, denen unsere Visionen geschildert haben. Also wir haben es einfach komplett eben strategisch angegangen und alle gemeinsam miteinander. Und dann haben wir so Schrittchen für Schrittchen geschafft. Ja, gratuliere. Also Sie haben das auch, also wenn ich jetzt in Ihrem Standort Pettlang, das ist in Oberschwaben, kleine Stadt, wenn ich jetzt dort Beschäftigter bin und will zu Ihrem Unternehmen kommen und möchte kein Auto benutzen, dann haben Sie dafür jetzt Rahmenbedingungen geschaffen, um das mal ganz einfach zu sagen. Ja, wunderbar. Es gibt eine weitere Frage, die tönt in eine etwas andere Richtung, die sagt, es gibt doch sehr viele auch staatliche Unternehmen. Oder Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, die müssten doch alle eigentlich alles, das müssen doch eigentlich alles Gemeinwohlunternehmen sein, die müssten doch alle eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Wie ist das? Wissen Sie da was drüber? Ist es dort bei den vielen Stadtwerken oder was auch immer, gibt es dort so Interesse an den Gemeinwohlzielen oder begegnet Ihnen das nicht? Also im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg ist enthalten, im letzten schon, dass zwei staatliche Betriebe eine Gemeinwohlbilanz machen und ich glaube, das wurde auch getan. Aber das ist jetzt bei weitem kein Standard, dass staatliche Betriebe automatisch eine Gemeinwohlbilanz machen.
Ja. Ich glaube, dass da ganz viel Glaubenssätze noch mitschwingen, dass es noch viel zu, dass es sich bei den allermeisten Leuten, egal ob im staatlichen Betrieb oder in anderen Unternehmen, dass sich das als Widerspruch anfühlt, sozusagen. Also entweder bin ich nachhaltig oder ich bin ökonomisch erfolgreich. Beides ist irgendwie schwer vereinbar in den Köpfen noch. Da ist noch irgendwo ganz viele Glaubenssätze schwingen da noch mit. Da hilft es nicht, allein staatlich aufgestellt zu sein. Eine andere Frage lautet in etwa, wissen Sie, inwieweit diese Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, also diese Art von Überzeugung, die Sie transportieren, auch jetzt hier im Gespräch und die auch Ihr Unternehmen transportiert, inwieweit die Nachfrage erzeugt, inwieweit Ihre Produkte dadurch attraktiver werden oder interessiert das die Käufer eigentlich nicht? Was ist so, gibt es da Umfragen dafür? Gibt es da Untersuchungen? Also vor 15 Jahren, als wir begonnen haben, haben wir das wirklich regelmäßig gehört, wortwörtlich, der Kunde fragt nicht danach. Das hat sich komplett geändert. Wir spüren es auch beispielsweise daran, wir haben eine Green Shape Academy. Green Shape ist unser eigenes Öko-Label sozusagen, das auf dem höchsten Stand sozusagen nachhaltige Produkte nachweist. Und wir haben begonnen, vor 10 Jahren und über 10 Jahren, unsere Händler und deren Verkäufer damit zu schulen, damit die überhaupt Nachhaltigkeit beraten können, damit die verstehen und selber verstehen und dann eben auch die Kunden beraten können, was unterscheidet denn nachhaltige Produkte, wo sind denn die Probleme, wo gibt es die Lösungen und so weiter. Und da wurden wir, vor ein paar Jahren hat es angefangen, da wurden wir plötzlich überrannt mit der Nachfrage, weil eben die Rückmeldung kam, der Kunde fragt danach und wir haben keine Antwort. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir sind stark gewachsen, wir sind all die 15 Jahre immer stärker gewachsen als der europäische Durchschnitt der Outdoor-Unternehmen. Also wir wachsen überdurchschnittlich und das tun wir schon auch, weil kontinuierlich die Nachfrage nach solchen Produkten und nach solchen Marken gewachsen ist. Also es gibt immer noch nach wie vor wachsend eine Zielgruppe von Menschen, also die jetzt nicht blind irgendwie nur nachhaltige Produkte einkaufen, aber die sozusagen Marken suchen, denen sie vertrauen können. Und die auf jeden Fall dann zuerst mal danach gucken, ob sie da was finden. So würde ich es ausdrücken. Würden Sie sagen, die Macht der Verbraucher ist schon so groß, wenn Sie konsequent nach etwas Alternativen fragen, dass Sie es irgendwann auch bekommen? Ja, das ist meine eindeutige Lehre. Also ich werde es einfach nicht vergessen, dass ich genau diese beiden Sätze gehört habe. Der Kunde fragt nicht nach, oh, die Kunden fragen danach. Also die Stimme der Kunden, das kann man sich vorstellen wie eine Wahl. Also das ist jeden Tag treffe ich Konsumentscheidungen, jeden Tag treffe ich eine Wahl darüber, in welcher Welt ich eigentlich leben will. Und die Stimme wird gehört im Kauf natürlich am deutlichsten, aber selbst auch schon, wenn ich nachfrage, wenn ich meine Stimme hörbar mache. Zurück noch am Ende oder am Ende sind wir ja nicht, wir sind ja am Schluss, wenn überhaupt. Also Sie sind dann sehr, jetzt, die Politik ist ja relativ konventionell, sage ich jetzt mal als Wirtschaftsjournalist, und Sie sind ja eine sehr unbequeme, Sie haben eine sehr unbequeme Position für die sehr konventionell denken. Lieferkettengesetz, das wurde gerade abgeschmettert, im letzten Augenblick blockiert. Sie haben auch mal ein Bleiberecht für Flüchtlinge gefordert oder fordern es noch. Sie sind haben so eine Initiative gegründet mit dem Herrn Geflüchtete in Herr. Arbeit. Bitte? Geflüchtete in Arbeit Ja, ist es. Geflüchtete in Arbeit, ja. Und Sie fordern eigentlich ein anderes Wirtschaften. Wie begegnen Ihnen eigentlich Politikerinnen und Politiker? Die erste Frage, die ich von Politikern kriege, ist ja, ob ich dann nicht an meinem eigenen Wettbewerbsvorteil säge, wenn ich mich dafür einsetze. Ob ich das gründlich durchdacht habe, dass wenn ich die Macht. anderen auch das mache, dass ich doch dann meinen Wettbewerbsvorteil, also ich habe immer das Gefühl, da fühlen die sich immer ganz, als ob sie mir was zeigen können, was ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht habe. Das Ja. ist tatsächlich, egal von welcher Partei, meist die erste Frage, die ich kriege. Und das Interesse ist schon groß, aber davon unabhängig. Also ich bin auch im Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, da bin ich im Vorstand. Da spüren wir auch in Berlin, dass wir erstens die Politiker auf unsere Veranstaltung kriegen und dass wir zweitens auch regelmäßig eingeladen werden, um unsere Stellungnahme abgeben zu können. Und da ticken alle so wie ich sozusagen. Da ist einfach die Maßgabe, wie kriegen wir eine Wirtschaft hin, die Verantwortung übernimmt. Und die Stimmen werden immer stärker in Berlin auch gehört, auch parteiübergreifend.
Aber man Auch hat wenn man den. es noch nicht spürt. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Man hat den Eindruck, also ich bin jetzt nicht jemand, der ständig gegenüber die Politik hetzt und sagt, die machen alles falsch und so weiter. Das ist ja auch nicht so. Aber man hat schon den Eindruck, wir haben eine tiefe Krise und man sucht die Zukunft in den Ideen des letzten Jahrhunderts. Ja, Und das ist leider so. viel Innovation kommt da nicht. Nee. Ist das Ihr Eindruck auch? Ja, absolut, absolut. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Weil ich ja, wir waren ja als Unternehmen auch in diesem Tal der Tränen und das ist einfach sehr, sehr belastend und da hat man das Gefühl, jetzt nicht noch was, jetzt bitte nicht noch was. Und Nachhaltigkeit ist in dieser Phase leider immer gefühlt bei allen so, oh, jetzt nicht auch noch. Ist einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für Nachhaltigkeit. Aber damit eben auch wird es sehr schnell von allen sehr einfach weggeschmettert. Man packt da einen Stempel drauf mit Ideologie und schon muss man sich nicht mehr damit beschäftigen. Das ist einfach wirklich zu kurz gedacht, weil, also aus meiner Perspektive, verbaue ich mir damit Zukunftsfähigkeit. Ich muss es lernen. Das kostet mich Zeit, das aufzubauen. Aber ich werde da früher oder später nicht mehr drum herumkommen, weil auch allein aus wirtschaftlicher Sicht das Bewusstsein der Kunden und Kundinnen darüber, was einfach alles verquer läuft in der Wirtschaft, wird ja immer größer und in Lieferketten. Ich bin überzeugt davon, dass immer mehr, und ich sehe es ja auch, dass immer mehr Kundinnen sozusagen nicht mehr gewillt sind, Produkte von Unternehmen zu kaufen, die immer noch mehr zu den Problemen beitragen, statt die zu lösen. Ja, und ich muss eine Zukunftskompetenz aufbauen, wie wirtschafte ich ohne unseren Planeten zu zerstören. Also so schräg ist die Idee ja jetzt auch nicht. Nee, bestimmt nicht. Ja, und mit diesen Ideen konfrontieren Sie dann auch gelegentlich Ihren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der muss sich das auch öfter anhören, ja. Okay, und tut das? Der tut das, ja, der tut das. Also, ja, der hört aber genauso gut den anderen auch zu und ja, der hört allen zu, aber mir hört er auch zu. Ja, dann sind wir. Ja, wie gesagt, wir sind nicht am Ende, das haben wir jetzt gehört, sondern wir sind am Schluss dieses Talks. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die offene Art und für die schöne Art bedanken, ein Gespräch zu führen und so weiter. Es hat sehr viel gebracht und ich denke, das geht den Teilnehmenden auch so. Die Chat-Reaktionen sind sehr überwältigend. Also, herzlichen Dank, dass Sie an diesem Talk teilgenommen haben, dass Sie abends Freizeit opfern für so ein Gespräch. Und ich gebe zurück zu meinem Gastgeber Thomas Wagner. Dankeschön. Thomas, bist du noch da? Bin noch da, ich bin noch da. Ich muss mich freischalten, ja. Ja, auch meinerseits ein ganz herzliches Dank an euch beide. Es war ein sehr schönes Gespräch, mitzubekommen, wie da auch nachhaltiges Wirtschaften viel Freude machen kann und bei aller Betonung von Schwierigkeiten. Vielen Dank an Sie beide, dass der nachhaltige Weg zwar steinig sein mag, aber doch am Horizont auch Freude, Lachen und Frohsinn sich abzeichnet und auch erlebt wird. Vielen Dank an Sie, Frau von Dewitz. Auch an dich, Wolfgang, ein herzliches Danke. Mir bleibt noch der Hinweis, am 19.03. bereits machen wir die nächste Kesslers Wirtschaft. Am 19.03. werden wir die Fragestellung, hilft ein Grundeinkommen bei der nachhaltigen Bekämpfung von Armut im globalen Süden? Eine ausdrücklich global wirtschaftliche Frage diskutieren wir damit am 19.03. Dazu herzliche Einladung und Ihnen und uns allen noch einen guten Abend. Bis bald. Danke. Tschüss. Prima. Tschüss. Danke, Ignaz.